Hey meine Freunde, heute mache ich mal ein ganz besonderes Video und zwar heute werde ich euch mal meine Rocket League Settings zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an. Ich brauche so einen Wunder, warum ist das cleaner? Auf jeden Fall. Ich werde euch hier jedes einzeln zeigen. Ja. Unbegrenzter Boost im freien Spiel kommt halt drauf an, wenn ihr üben wollt, wie ihr die Boost Packs einsammelt. Wenn ihr euch dann eine Strecke machen wollt, macht es einfach aus, aber im Freeplay habe ich eigentlich immer unendlich Boost an. Weil, ja. Also, Tapchat habe ich normalerweise manchmal an, aber manchmal aus, weil manchmal ist einfach toxisch, ne? Für geteilten Bildschirm, das ist echt egal, das ist halt nur, wenn ihr. Ich mache mal ganz kurz so, jetzt kann ich wieder so. Ist halt nur, wenn ihr. Dings. Splitscreen macht, genau. Nur dann kommt es halt wirklich drauf an. Also, Mann, das ist unklingend, wenn ich das mache. Netzwerkübergreifendes Spiel würde ich immer anlassen. Damit könnt ihr halt einfach mit Leuten spielen, die halt auf einer anderen Konsole sind oder auf einer anderen Plattform sind. Nutzersenderate, ich würde diese beiden, beziehungsweise die vier Sachen, immer alle auf hoch haben. So habt ihr einfach die beste Performance, würde ich sagen. Wettkampf liegen, Extremos anzeigen, würde ich auch beide eigentlich immer anhaben. Anzeigestufe, das ist eigentlich egal. Nur, wenn ihr halt nur eure haben wollt, dann macht eine Hauptstatistik. Ist eigentlich egal. Turnierspielregion, immer auf jeden Fall das anhaben, wo ihr wirklich gerade seid. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie in Asien seid, dann stellt es auf Asien, wenn ihr in Europa seid, stellt es bitte auf Europa, sonst ist euer Ping echt, ja, ne? Sehr schlecht. Okay, Kamera-Settings. Macht hier auf jeden Fall Benutzer definiert. Kamera wackeln immer aus, weil wenn ihr den Ball berührt und Kamera wackeln anhat, sieht das Ganze so aus. Also das ist wirklich, man kann sich nicht wirklich gut aufs Spiel konzentrieren. Und es ist wirklich sehr schlecht. Also, das würde ich halt wirklich immer aushaben. Sichtbereich habe ich immer 110 eigentlich. Ich mag es einfach viel von der Map zu sehen. Und es ist generell eigentlich auch immer am besten, auf 110 zu haben. Weil wenn ihr wirklich ganz nah am Auto seid, sieht das nicht wirklich. Also dann. Ich kann es euch immer zeigen, wenn ihr jetzt 109 habt. Natürlich nichts anderes, aber wenn ihr jetzt irgendwie nur bei 100 habt. Ich kann so einfach nicht spielen, das ist halt einfach viel zu nah für mich. Also halten wir fest, 110 ist hier das Beste. Beim Abstand könnt ihr alles zwischen 200 und 300 so. Das macht nicht wirklich einen großen Unterschied. Aber ich persönlich finde 270, das haben auch eigentlich die meisten. Gut. So, hier würde ich halt wirklich nur mindestens von 90 bis 120 haben. 90 finde ich ist schon, ist es definitiv. Es geht, aber ich finde es nicht gut. Es ist einfach zu weit unten. 100 ist gut. Aber, ja, ist nicht so das Beste, finde ich. 110 für mich ist perfekt. Und habe ich gerade irgendwas umgestellt oder nicht dann? Okay, dann kommen wir jetzt hier mal zum Winkel. Hier ist eigentlich egal, Hauptsache ihr habt irgendwas zwischen 5 und 2. Das ist theoretisch auch etwas egal, aber ich habe es ganz gerne auf 4. Auf 3 meine ich. Sorry. 3 für mich finde ich einfach das Beste. So, machen wir weiter mit der Starheit. Da ist es eigentlich egal. Also, ihr könnt 35 bis 40 nehmen. Das alles andere finde ich nicht so optimal. 30 geht, finde ich noch. Aber irgendwie ist das alles sehr komisch. Also, 40 ist wirklich. Gut. Drehgeschwindigkeit, das ist jetzt komplett egal eigentlich. Man kann es auch von mir aus auf 10 machen, aber dann
Ne? Ich benutze das eh nicht so oft im Game, außer wenn ich jetzt wirklich hier am Ball bin und sehe, dass meine Mates oder dass jemand von hinten kommen könnte. Gucke ich einmal noch ganz kurz auch da, aber das könnt ihr eigentlich auch auf 10 machen, aber ich habe es eigentlich ganz gerne auf 470 so ungefähr. Übergangstempo auch egal, 120. Das ist halt, wenn ihr das ganz hoch habt, das ist nicht wirklich gut. Weil dann, ne? Das mag ich einfach nicht. Hier ist eigentlich alles von 100 bis, von 1 bis 170, 1,7 an. Ja. Drehung invitiert. Ist ganz euch überlassen wieder. Eigentlich ist alles euch überlassen, aber ich würde wirklich. Für mich ist es gut, wenn ich es auslasse. Weil es ist einfach viel besser, wenn man so all around so ein bisschen spielen will. Es ist wirklich ohne Drehung invitiert, finde ich das Game einfach besser. Also, das ist wirklich eine wichtige Einstellung. Macht das auf jeden Fall aus. Aber wenn ihr es natürlich anhaben wollt, macht es an. So wie ihr einfach besser spielen könnt. Hier kommt es wirklich nur darauf an, mit was ihr besser spielen könnt. Das ist auch wirklich ganz wichtig. So, hier Steuerungsempfindlichkeit, das ist nicht so wichtig, aber 130, 130, 0,75. Ja, das ist nicht so wichtig jetzt. Also das macht wirklich nur einen ganz kleinen Unterschied. Aber wenn ihr keine passende Empfindlichkeit dafür habt, dann nimmt einfach die, weil die finde ich gut. Controller-Vibration würde ich eigentlich immer aushaben. Ja, eigentlich würde ich immer aushaben. Ich habe die bisher angehabt. Aber irgendwie, die bringen halt nicht viel, ne? Müsst ihr bedenken. Und das kann euch wirklich stören. Vibrationsstärke könnt ihr ja nochmal einstellen. Ich habe die halt auf 0. Also, hab die jetzt gerade auf 0 gemacht. Weil ich hatte die eben noch an. Um was zu testen. Und zwar, ich wollte einfach alles auf. Egal. Wahlkameramodus kann man auf Halten machen. Würde ich definitiv aber nicht machen. Nein. Hier würde ich nur auf Umschalten. Weil ihr müsst einfach den Knopf gedrückt halten, um die Kameraperspektive zu ändern. Das ist wirklich unnötig. Das ist unnötig, ja, das ist unnötig. Mausempfindlichkeit, gut, wenn ihr jetzt auf Maus und Tastatur spielt, dann ja, aber ich spiele es halt. Hutgröße auch ganz euch überlassen. Ich habe jetzt hier 87 von 1900, aber ganz euch überlassen. Das würde ich auf Standard machen, weil dann könnt ihr halt die Namen eurer Gegner oder eurer Teammates von allen Entfernungen sehen. Und ja, das ist einfach besser. Und dann haben wir hier noch Match-Benachrichtigungen. Macht am besten das auch so wie ich. Finde ich einfach am besten. Und Leistungsdiagramme, macht das nicht. Das ist einfach nur unnötig im Weg. Einfach nur unnötig. So, Video hat eigentlich jeder gleich so ein bisschen. Aber es gibt was ganz Wichtiges. Und zwar hier rechts. Oder maximale FPS. 120 bis 150 habe ich, weil mein PC nicht der beste ist. Aber alles gut. Renderqualität hoch. Eigentlich immer. Renderdetail könnt ihr so einstellen, wie ihr wollt. Aber ich würde es auch Leistung machen. Okay. Könnt es auch auf hoch machen. Wenn es dabei viele Lags gibt. Nee, aber ich würde es auf jeden Fall auf Leistung machen. Das Unterste, weil das ist. Sieht auch ein bisschen smoother aus, das Game da. So, hier rechts sieht man eigentlich, hat jeder eigentlich gefühlt das gleiche. Wenn ich jetzt hier alles anmache. Finde ich, sieht das Spiel sehr komisch aus. Ja, ich finde, das sieht sehr komisch aus. Deswegen würde ich eigentlich alles ausmachen, außer vielleicht das Letzte. Das Letzte könnt ihr eigentlich auch ausmachen. Nur dann könnt ihr halt nicht hier durch die Tore sehen, wie ich das jetzt anmache. Könnt ihr nämlich durch die Tore sehen. Und das ist auch ein kleiner Vorteil, deswegen macht das auf jeden Fall an.
So, gibt's hier nichts mehr. Audio ist auch ganz euch überlassen. Also ja, und Chat habe ich eigentlich immer auf Default. Und ja, dann sieht's euer Spiel ungefähr so aus. Wenn ihr mit diesen Einstellungen oder wenn ihr eurer persönlichen Einstellung gefunden habt, ihr sollt jetzt nicht unbedingt meine kopieren, sondern lieber eure eigenen Kameraeinstellungen. Also Kameraeinstellungen sind natürlich die wichtigsten Sachen. Die solltet ihr für euch selber entscheiden, weil es ist wirklich, es kommt drauf an, mit welchen Einstellungen ihr gut seid und nicht mit welchen ich gut bin und dass ihr vielleicht damit auch gut seid, sondern macht wirklich eure eigenen Einstellungen. Und ich würde sagen, wir zocken jetzt nochmal eine Zwanglosrunde 2 gegen 2 auf Chillig mit diesen Einstellungen. Ja. Ist auch, glaube ich, mein erstes Rocket League Video auf diesem Kanal. Okay, wir jumpen direkt in eine Runde. Ja, okay. Aber die Runde hat so gut wie auch erst gestartet. Also ist hier noch alles gut. Okay, das sollte ein Free Goal sein. Okay, yes. Ganz wichtig bei der Hood-Größe ist wirklich alles anders. Also eure Boost-Zähler unten links, eure die Toranzeige. Alles ist da anders. Also wenn ihr die zu klein macht, dann ihr müsst schon erkennen können, ob ihr jetzt gerade in Führung seid oder ob ihr gerade nicht in Führung seid. Das sollte man schon erkennen können. Und das war wieder ein Free-Goal. Keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Ich finde, mit diesen Einstellungen hier rechts sieht auch eigentlich immer alles sehr viel cleaner aus. Auch alle Autos generell. Und das benutzen auch alle Pros eigentlich, diese Einstellung. So sieht das Spiel einfach viel besser aus, finde ich. Und ja. Okay, dann konnte ich gar nicht sagen. Ups, das war nicht so. Das ist nice. Also wirklich nochmal als Tipp, nehmt eure Einstellung, aber bei den Kameraeinstellungen würde ich halt wirklich eure nehmen. Also da solltet ihr euch nicht inspirieren lassen von irgendwelchen Sachen, weil das ist wirklich komplett, kommt nur auf euch an. Bei den anderen Sachen, jetzt zum Beispiel beim Video, würde ich schon immer eins zu eins die gleichen Sachen von anderen Leuten nehmen, die sehr gut in Rocket League sind. Aber bei Kameraeinstellungen kommt es wirklich nur auf euch an. Haben wir noch? Eigentlich Leute, möchte seine Drehung inventieren. Könnt ihr anmachen. Aber es kommt wirklich auch nur auf euch an. Aber sehr, würde ich sagen. Aua!
Da kommt die Demo. Ich wollte ihn halt mit. Das wäre auch zu lustig gewesen, glaube ich. Das hat Rocket League nicht erlaubt. Na komm. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen den Goalie machen. Das ist Bescheid, Leute. Okay, dann schaffen es halt Bild auch nicht mehr. Hatte ich gerade Camera Shake an? Okay, auf jeden Fall. Junge! Soll es beim Pass schon da sein, ne? Oh, da sind wieder Weile weggeflogen. Kann ich mal. Was machen die? Was ist das? Was mache ich hier? Aber eigentlich war das schon ein bisschen so geplant. Oh, da geht die Weile wieder. Naja. Hallo. Oh, das ist sehr rein. Und. Wir haben jetzt, glaube ich, gewonnen. Das glaube ich, wir haben gewonnen. Muss ich eigentlich nichts machen, kann ich wieder ein bisschen. GG. Ja, das ist auf jeden Fall meine Einstellung. Könnt ihr so ändern, wie ihr wollt. Das ist halt einfach mal ein Beispiel, ne? Also ändert wirklich alles so, wie ihr nur wollt. Ja. Das war's mit diesem Video. Und ich hoffe, ihr habt noch einen nice Tag. Ciao.